Wie ist der Zusammenhang von den vier Feldern im Boston-Modell und dem, ich kürze ab, Lebenszyklus-Modell? Der Zusammenhang von oder zwischen den vier Feldern im Boston-Modell und dem Lebenszyklus-Modell, das ist hier die Frage. Nun malen wir uns diese vier Felder noch einmal auf. Achten Sie auf die Reihenfolge, in der ich vorgehe. Ausgangspunkt des Koordinatenkreuz. Erster Schritt ist die Achsenbezeichnung. Hier unten relativer Marktanteil. Dann hier oben Marktwachstum. Dann skalieren wir die Achsen in niedrig und hoch. Genau hier niedrig und hoch. Dann ziehen wir diese Grenzziehung, verlängern wir die Linie der Grenzziehung sozusagen und zeichnen uns die vier Felder. Und dann haben wir ja entsprechend die Positionierung der Produkte in Form von Kreisen in diesen vier Feldern. So, und jetzt nehmen wir mal an, hier haben wir, das sind ja die armen Hunde, nehmen wir an, hier ist ein armer Hund, also ein Produkt, das in diesem Feld hier positioniert ist. Und jetzt der Zusammenhang zum Lebenszyklusmodell. Das hier ist entweder Degenerationsphase oder aber eine gescheiterte Einführungsphase. Das kann beides sein. Es kann sein, dass das, wenn ich hier das Lebenszyklusmodell auch nochmal skizziere, hier ist T-Tempus die Zeit und hier halt, hier ist der Umsatz so und dann kommt hier das Lebenszyklusmodell. Dann kann es sein, dass der arme Hund hier liegt in der Degenerationsphase oder hier, aber nie hier weitergekommen ist. Das heißt, hier an dieser Stelle war zu Ende. Dann haben wir die Fragezeichen, das ist die Wachstumsphase, hoffentlich jedenfalls. Sie wissen, hier gibt es eine gespaltene Strategieempfehlung für die Produkte, die tatsächlich wachsen. Ja, für die Produkte, die scheitern, also auch hier irgendwo dann verrecken, gilt ja desinvestiere. Dann haben wir die Stars, die befinden sich hier in der Reifephase. Und dann haben wir die Cash-Cows, die befinden sich hier jenseits vom Zenit, aber nicht hier unten, sondern hier in der Sättigungsphase. Ja, so stellt man sich das vor, denn das Boston-Modell benutzt ja das Lebenszyklusmodell und baut darauf auf. Und das ist der Zusammenhang. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.